Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Motofuzzi. Ja, heute möchte ich mal ausprobieren, so langsam kommt die Langeweile auf, weil wir hier, wie gesagt, nicht aus dem Ort raus dürfen. Vielleicht, wenn wir Glück haben, jetzt ab Sonntag, weil unsere Inzidenz jetzt unter 500 gefallen ist. Ich wollte mal schon immer versuchen, ein Mikrofon hinten in den Beifahrersitz zu packen. Ich habe zwar eins, aber das habe ich mir mal schon vor langer Zeit gekauft, aber irgendwie habe ich das nie benutzt, weil das nicht so richtig praktisch für mich war und ist. Und jetzt will ich es trotzdem mal ausversuchen. Ich habe es einfach mal auf die Easy-Stellung gestellt. Muss das noch einschalten und hoffe, dass es dann synchronisiert mit dem mit meinem GoPro-Mikrofon. So, mal schauen, das passt hier, da ist wirklich nicht viel Platz hinten, passt gerade so rein. Jetzt werden wir das mal einschalten und ich hoffe, dass der nicht zu viel irgendwie an der Seitenwand klappert oder so. Dieses Ding hier, da kann ich das Display nicht erkennen, also das Display ist zu klein für mich, weil ich ja schon nicht mehr so jung bin und deshalb habe ich das auch nie benutzt, außerdem ist es viel zu kompliziert. Also ich schalte das jetzt einfach mal ein, Record, und dann mal sehen, ob wir das dann synchronisieren können. So, jetzt müsste es laufen. Ich habe es, glaube ich, auch noch nie von dieser Speicherkarte runtergelesen. Also das wird alles ein Novum für mich sein. Jetzt wollen wir mal sehen, ob das alles funktioniert. Ich packe das jetzt wieder hier in den Handschuh rein. So. Und hoffe, dass da nicht zu viele andere Störgeräusche raufkommen und dass nur der gute Motorsound mit reinkommt. Da bin ich jetzt echt mal gespannt. So, jetzt kriegen wir es hier nicht mehr rein, weil ich es nicht richtig da reingepackt habe. So. Mal sehen, ob wir den Deckel schon zukriegen. So, das klappt. Dann wollen wir mal losfahren. Eigentlich müssen wir heute auch schon tanken. So. Eine Ausfahrt können wir ja auf der Autobahn fahren und dann müssen wir schon wieder zurück, weil wie gesagt, wir dürfen ja noch nicht aus unserem Häuschen raus hier, also aus dem Häuschen schon, aber nicht aus unserem Ort. Und deshalb wird mir das langsam zu langweilig, ich kann überhaupt keine Videos mehr machen. Also könnte man natürlich schön zu Hause und alles mögliche, aber ich wollte halt mal ein paar schöne Videos wieder machen und auch ein paar Gruppefahrtvideos. So, wollen wir mal sehen, ob da unten Sound mit drauf kommt dann von diesem Teil. Da ich das jetzt da so gequetscht habe, hoffe ich nicht, dass ich auf diesen einen Ausschaltknopf gekommen bin, der oben ist, natürlich auch ein bisschen krumm. Schlägt es hier nach Kupplung oder ist das meine Kupplung wieder? Ja, ich bin jetzt
auch schon wieder wahrscheinlich 300.000 Jahre nicht mit dem Bike gefahren. Das ist wirklich schon langsam ätzend. Weil, also das größte Problem, was ich eigentlich habe im Moment, ist mein Arbeiten. Viel Arbeiten für wenig Geld. Also werdet bloß nie Übersetzer. Und lernt einen anständigen Beruf, so wie Rechtsanwalt oder so. Ja, das ist eigentlich das größte Problem. Natürlich kommt auch mal noch der lokale Lockdown dazu. Aber ich denke mal, die neuen Honda sind jetzt eingetroffen diese Woche. Natürlich bin ich wieder nicht der Erste, der so Probe fährt. Da das wurmt mich schon wieder. Aber was sollen wir machen? Ich kann ja nicht nach Malaga. Ja, das war eigentlich auch schon alles, was ich euch demonstrieren wollte. Sollte es funktioniert haben mit dem Audio, habt ihr jetzt ein kleines Video über Sound der Z900. Ansonsten rede ich hier ins Leere. Das war's erstmal. Ich gehe dann nochmal hier zur Fotosession. Und ja, schöne Grüße und bis dann. Das war am Motorfoot. Bis dann. Ciao, ciao.